wieder der Testmischel von YouTube. Das hier ist kein Reisekoffer, das ist ein Werkzeugkoffer. Und den stelle ich euch heute mal vor. Aber vorerst zeige ich euch, wo man das Produkt kaufen kann. Das Kraftherz Premium Werkzeugset mit 220 Teilen im abschließbaren Trolley kann man auf Amazon für 99,90 Euro plus 8,90 Euro Versandkosten bestellen. Den Link zum Produkt pause ich dann wieder im Textfeld unter dem Video. Einfach draufklicken, kommt direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Bevor ich es vergesse, demnächst stelle ich noch den großen Stromgenerator von Kraftherz vor. Der hat jetzt 3000 Watt. Den kleinen mit 850 Watt habe ich ja bereits schon in dem Video gezeigt. Und so wird der Werkzeugkoffer geliefert. Der ist ganz schön schwer. Die Verarbeitung von dem Koffer schauen wir uns dann gleich noch an. Und dann das Werkzeug selber, was da drin ist. Und so schaut er aus. Die Verarbeitung finde ich echt gut. Da gibt es eigentlich hier gar nichts zu bemängeln. Halt so ein stabiler Koffer aus Metall. Die Ecken sind noch extra so ein bisschen dann verstärkt. Hier hat man noch so einen Tragegriff dran. Jo, hier mal von der Seite. Ist aber nichts Aufregendes. Und das Ganze jetzt noch von hinten. So schaut er dann von hinten aus. Das hier kann man dann noch rausziehen. Und dann kann man den so hier so durch die Gegend hinter sich herziehen. Das kann man auch in der Höhe jetzt rausziehen. Ist dann halt ein bisschen kürzer. Dann haben wir noch die Rollen hier drunter. Und die schauen dann so aus. Das sind Rollen, die nur in eine Richtung rollen. Also da ist nichts beweglich. Sehen aber recht stabil aus. Ja, das war jetzt der Koffer gewesen. Und jetzt schauen wir uns mal den Inhalt davon an. Ja, dann wollen wir den Koffer mal öffnen. Ich klappe den jetzt mal so hoch. So, das hier ist schon so ein bisschen runtergefallen. Das kann man jetzt noch hier entnehmen. Ich muss mal gucken, wie man die rummacht. Nach oben hinweg. Der ist schon ein bisschen verbogen. Das haben wir wieder gerade gebogen. Okay. Sollte man das hier einmal rausnehmen können. So, zack. Ja, hier haben wir die zweite. Und hier das dritte. Und darunter noch eins. Das wäre dann das vierte. Ja, ist ein bisschen schwieriger, die hier rauszunehmen. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwas falsch mache. So. Und hier ganz unten lag noch ein Schlüssel drunter. Ja, und jetzt schauen wir uns mal das Werkzeug an. Hier nochmal kurz die Innenseite vom Koffer. Die ist so ein bisschen ja, gepolstert, sage ich mal. Und das sind diese Teile, damit das obere hier nicht rausfällt. Jo. Habe ich den euch auch mal gezeigt. Ja, und die vier Sachen waren dabei gewesen. Ich zeige es mal ganz kurz. Das hier war ein Fach. Dann hätten wir hier noch ein Fach. Ja, die Zangen sind ein bisschen durch die Gegend gepurzelt. Und hier das vierte Fach. Und jetzt muss ich erstmal hier das Plastik wegmachen. Ja, hier haben wir jetzt einmal Zangen und Schraubenschlüssel drin. Schauen wir uns mal die Zangen an. Diese schaut jetzt so aus. In einer Rezession hatte einer bemängelt, bei ihm hatte die einen Spalt gehabt. Also bei mir ist die ohne Spalt. Aber dafür geht die ein bisschen schwer zu öffnen. Da muss man mal ein bisschen Öl dran tun. Weil im Vergleich zu der kleinen Zange, die geht super einfach und die halt schwerer. Die zeige ich auch mal kurz. Schön die Verarbeitung, okay. Ja, und dann gibt es hier noch andere Zangen. Hier die
zum Verstellen. Dann hier so eine Rohrzange. Griff ist auch ordentlich. Da gibt es auch nichts zu bemängeln. Lässt sich angenehm greifen. Ja, und dann zu guter Letzt hätten wir dann noch diese Zange hier. Schraubenschlüssel. Ja, das sind halt Schraubenschlüssel. Verarbeitung ist sehr gut. So schauen die aus. Hier wird noch die Größe angegeben. Und das hier ist noch beweglich. Ja, hier haben wir noch die Ratschen und die Nüsse. Die schaut dann so aus. Jetzt schon ein paar Kratzer gehabt. Hier ist noch so ein komisches Zeug dran. Keine Ahnung, was das ist. Mir macht es persönlich nichts, weil mit dem Werkzeug soll ja gearbeitet werden. Und man soll das sich ja nicht nur schön anschauen. Hier kann man noch verstellen. Hier der Griff. Und diese gibt es dann nochmal hier in klein. Ja, dann gibt es noch hier verschiedene Aufsätze, die man dann da drauf machen kann. Hier haben wir noch sowas Flexibles. Ja, und hier haben wir dann die Nüsse, das ist die größte, das ist eine 30er und die schaut dann so aus. Ja, und weiter geht's. Hier ist so ein Kästchen, da sind verschiedene Nägel und Schrauben drin. Dann haben wir hier ein Maßband. Das schaut dann so aus. Hier sind noch so Klemmen. Hier eine Wasserwaage. Die ist ein bisschen, naja, wie soll man sagen, fühlt sich ein bisschen billig an, weil das ist nur ganz dünnes, was ist denn das hier, Aluminium, Metall, keine Ahnung. Aber erfüllt ihren Zweck. Die zeigt dann halt an, ob etwas gerade oder schief ist. Dann haben wir hier noch einen Hammer. Ja, der war bei mir hier so ein bisschen rau. Keine Ahnung, wo das wieder herkommt. Aber wie gesagt, damit soll ja dann gehämmert werden. Und das macht er dann auch. Hier ist der Griff. Lässt sich auch sehr gut greifen. Ja, hier noch ein Messer. Dann hier so eine Zange, zeige ich auch mal, die schaut dann so aus, die kann man hier unten noch verstellen. Hier kann man Kabel mit abmachen. Da ist noch ein Klebeband und hier die Pistole, und zwar für einen Heißkleber, aber keine Standard-Heißkleber, weil die Standard, die sind, ich glaube, fast dreimal so dick wie die hier. Da passen halt nur kleine rein. Ja, dann hätten wir das hier auch alles durch. Ja, kommen wir zu den Schraubendrehern. Fangen wir mal mit dem hier an. Auf den kann man ja Aufsätze drauf tun. Hier ist der Griff. Und das lässt sich dann hier noch verstellen. Holen wir mal einen von den Bits hier. So schauen die Bits dann aus. Und den kann man jetzt hier so reintun und dann kann man damit schrauben. So, kann ich direkt mal den Magneten zeigen. Das hier war dabei, keine Ahnung, wofür das gut ist, aber das hier ist magnetisch. Das kann man so rausziehen und dann kann man sich zum Beispiel den Bit hier schnappen. Und jetzt hat man den hier vorne dran. So, ja, dann gibt es hier noch anderes verschiedenes
Werkzeug. Das schaut dann so aus. Hier haben wir noch kleine Schraubendreher mit einem beweglichen Kopf. Und dann noch die großen. Die Verarbeitung ist sehr gut. Da gibt es dann gar nichts zu bemängeln. Die gibt es dann auch nochmal mit einem gummierten, noppigen Griff hier. So, dann hätte ich jetzt eigentlich alles gezeigt. Jetzt zeige ich noch die Plastikschalen. Der eine hat ja bemängelt, dass diese angeblich Risse hätten. Bei mir sind diese nicht vorhanden. Und die halten das Werkzeug da, wo man es reinsteckt. Nicht alles. Die sind zum Beispiel locker, die Sachen, oder hier das Messer. Deswegen sollte man zum Beispiel die beiden ganz unten in den Koffer rein tun und die nachher dann oben drauf machen. Am besten macht man als oberstes Fach das hier, weil hier fällt nichts raus. Die Sachen bleiben eigentlich da schön, wo sie auch reingesteckt wurden. Bei anderen, zeige ich nachher mal, ist das nicht der Fall, weil die halt nicht reinsteckbar sind. Jetzt machen wir die Schalen mal wieder im Koffer. Halt drauf achten, wie ihr die sortiert. Und zwar die Sachen, die nicht rausfallen, die kommen erstmal als unterstes hier hin. Und dann die rausfahren als oberstes. So, jetzt holen wir uns hier den Koffer. Zack. Und jetzt nehme ich einmal die hier so rein. So, jetzt muss ich gerade mal noch diese Schaumstoffteile hier holen. Das kommt jetzt hier so drauf. Dann kommt das hier drauf. Wieder einmal Schaumstoff. So. Das hier und das andere, das fällt ja nicht raus, das mache ich jetzt hier so rein, beziehungsweise machen wir es andersrum, ist doch viel einfacher, dann kann da gar nichts, geht gar nicht, doch geht, so, machen wir es so, dann kann man das hier aber nicht mehr verschließen, hier oben, aber man kann den Koffer trotzdem zumachen. So. Und das war's schon gewesen. Und jetzt haben wir alles wieder ordentlich verstaut. Und jetzt kann man die auch wieder aufmachen, ohne dass irgendetwas herausfällt. So, der ist ja andersherum. Da kann nichts herausfallen. Man könnte natürlich auch normal rummachen, dann kommt man direkt an die Sachen dran. Ja, und der war ja sowieso von den Sachen her fest gewesen. Ja, dann tut man den jetzt einfach wieder hier so hochkant machen und dann kann man die Sachen hier wieder prima entnehmen. Ja, jetzt habe ich euch den Kraftherz Werkzeugkoffer auch mal vorgestellt. Ich fand die Sachen nicht schlecht. Da ist eigentlich alles dabei, was man so im Haus mal benötigen kann. Ist natürlich kein Profi-Werkzeug, das darf man natürlich nicht vergleichen damit. Aber für den Preis fand ich die Sachen recht angemessen. Wer Interesse daran hat, den Link dazu poste ich im Textfeld unter dem Video, klickt da drauf, kommt direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmittel von YouTube, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.